Hallo von der MAIM 2013 aus Münster. Neben mir ist hier Andreas Pröwe. Herr Pröwe ist Fotograf. Herr Pröwe, hallo. Ja, hallo, guten Tag. Als ich von Ihnen gelesen habe, von Ihrem Vortrag, habe ich mir einen Mann vorgestellt, jung, sportlich, der auf Abenteuerlust auf ist. Auf Abenteuerlust sind Sie tatsächlich aus? Ja, aber schon seit über 30 Jahren. Deswegen nicht mehr ganz jung, ich bin inzwischen schon 56 Jahre alt. Aber ich mache das immer noch. Okay. Und Sie haben während Ihrer Reise natürlich viel fotografiert und ganz fantastische Fotos mitgebracht. Ja, jede Menge Fotos, ich habe sie gar nicht mehr gezählt, über 20.000 Bilder. Digital ist das natürlich jetzt fast eine Flut, aber das ist natürlich auch der Sinn der Sache, davon zu berichten später. Sie sind den Mekong hochgefahren, von der Mündung bis zur Quelle. Ja. Jetzt fragen Sie, warum? Ja, genau. Was war denn die Intention? Man könnte jetzt denken, oder ich könnte jetzt sagen, runter kann jeder, runterrollen, nicht? Aber nein, das hat andere Gründe, weil in Tibet die Quelle nur im Juni erreichbar ist, zu einer ganz bestimmten Zeit. Und wenn ich im Juni gestartet wäre, dann wäre ich in den Monsun gekommen in Vietnam. Das habe ich deshalb vermieden und deshalb musste ich also im Winter in Vietnam starten, an der Mündung, da im Mekong-Delta, und bin dann hochgereist und kam dann exakt zu der Zeit zur Quelle an, wo man überhaupt dahin kommt. Sonst ist der Schnee zu hoch oder im Sommer sind die Flüsse zu sehr überflutet, dass man sie nicht überqueren kann. Okay, alles klar. Ja, Sie haben als Rollstuhlfahrer alle möglichen Verkehrsmittel genutzt, aber viel Handarbeit war auch dabei. Ja, der Mekong ist ungefähr 5000 Kilometer lang, also die Strecke, die ist nur 4500, aber die Straße ist natürlich etwas länger. Und die Hälfte davon habe ich in Handarbeit zurückgelegt und den Rest in allen möglichen Verkehrsmitteln, also mit dem Tuk-Tuk oder natürlich auch mit dem Schiff auf dem Mekong, dann am Ende dann auf dem Rücken von allerlei Vierbeinern. Ja. Und Sie haben eine ganze Menge an interessanten Menschen kennengelernt. Das können Sie sich ja vorstellen. Nicht? Ich komme durch viele Länder. Es geht ja in Vietnam los, über Kambodscha, Laos und dann halt China und dann kommt Tibet. Und das sind alles extrem interessante Länder mit absurden Geschichten, die ich da erlebt habe mit den Leuten. Und darüber berichte ich in den Vorträgen. Wunderbar. Herr Pröwe ist beeindruckt von den Menschen, die er kennengelernt hat. Wir sind beeindruckt von Herrn Pröwe, den wir heute hier kennenlernen durften. Und freuen uns auf den interessanten und bilderreichen Vortrag.